Morgen. Ich bin auf dem Weg zu einem Forellensee. Wie der ein oder andere in der Vergangenheit gesehen hat, habe ich ja schon des Öfteren auf Bachforelle geangelt. Ich habe auf Barsch geangelt, auf alle Raubfische. Natürlich habe ich in der Vergangenheit auch mal den ein oder anderen Forellensee besucht. Allerdings haben sich mittlerweile die Techniken verändert, die Routen haben sich verändert. Da ich jetzt nur wirklich alles andere, nur kein Experte für Forellenseen bin, habe ich mich heute verabredet mit dem Matze Holtmeier von Fishing Tackle Max. Der ein oder andere wird ihn kennen. Ich werde mir da Tipps holen, ich werde mir da Tricks holen und hoffe darauf, dass ich euch da ein bisschen was mitbringen kann und Tipps und Tricks weitergeben kann. Ja, immer noch am Forellensee mit Matze. Ihr seht, der Matze angelt. Vielleicht kriegen wir ja gleich sogar noch einen Live-Drill. Ich versuche alles. Matze, du bist bei FTM? Bei FTM, ganz genau. Seit wann bist du da? Ich war erst bei TFT. Das läuft ja auch über FTM und bin seit Anfang diesen Jahres im Germany-Team fürs Forellenangeln. Im FTM-Team Germany. So Laien wie mich, sage ich mal, wo ich jetzt hier nicht so die Ahnung von habe. Wie würdest du jetzt als Laie an so einen Forellensee rangehen? Je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Also wenn ich jetzt von mir ausgehe, ob Laie oder nicht, aber es gibt ja immer wieder neue Seen, die ich befische und jetzt die nicht, weiß Gott, wie weit weg sind, dann informiere ich mich im Vorfeld schon. Gibt es so Hotspot-Einläufe, Abläufe oder wo sich die Fische vielleicht in irgendeiner Ecke mal sammeln. Wenn ich das nicht habe, und man will es unbedingt wissen, kann man auch schon mal den Betreiber kontaktieren. Das ist bei vielen Seen überhaupt kein Problem. Ja, mit dem spreche ich gleich noch. Ja. Und ansonsten, ich sag mal, wie gerade schon gesagt, wenn man es gar nicht weiß, hat der See einen Einlauf, hat der See einen Ablauf, das sind immer Hotspots, da kann man sich gut hinsetzen. Hat er Scharkanten, wie tief ist der See? Und wenn man gar nichts weiß, zur Not geht man morgens nach dem Wind. Also sich meistens in den Wind setzen ist nie ganz verkehrt. Ja, das hört sich gut an. Gut, dann würde ich sagen, Matze, ich danke dir erstmal. Oder immer gerne. Ich habe hier so viel gelernt, Leute. Irre. So. Ich sag mal, der Spaß sollte ja bei solchen Geschichten auch immer im Vordergrund stehen. Und die Leute, die man am Forellensee hat, die sind immer, oder in vielen, vielen, vielen Fällen sehr, sehr nett. Und man hat immer tolle Gespräche. So wie mit dir jetzt, spontanes Beisammenkommen am See. Und ja, ich sag mal, das finde ich, sollte auch immer so sein. Ja, ich bin auch mega dankbar dafür. Also, weil ich habe ihn angerufen, angeschrieben, habe gefragt, du, pass mal auf, ich will dann mir das Huhn angeln und das mit dem Gummifischen mal ein bisschen angucken. Und wie das dann im Leben so ist, er macht mich jetzt mit dem Forellenteich hier nieder. Leider. Nicht effektiv ist nur das ganz langsame Schleppen mit dem Teich. Das bringt eigentlich die Bisse so im oberen Drittel, würde ich mal sagen. Ich habe keinen Fisch tiefer als einen Meter gefangen bei gut 3 Meter Wassertiefe. Aber es ist, du hast ein oder zwei Bisse hast du auf dem Huhn gehabt, aber ja, sehr, sehr zögerlich. Zimperlich, also wirklich zimperlich. War wie Drüberschwimmer oder wie auch immer. Bei mir war es so, ich hatte es halt auch so, dass wie so oft im Moment und in den etwas kälteren Tagen, wenn ich den Fisch zu spät gemerkt oder gesehen habe in der Route und er ist mir quasi in die Route gelaufen, zu viel Widerstand, haben sie auch losgelassen. Okay. Das passiert auch bei Teich? Das passiert bei Teich, ja. Das ist so die größte Schwachstelle beim Naturköderangeln. Haben die zu viel Widerstand, man schlägt ja nicht sofort an, man lässt den Fisch ja schlucken. Ja, da war halt. Angeln so, werden denn noch klassisch mit Wurm oder so oder gar nicht? Oh, auch sehr gerne, aber das, ich sag mal, das macht man dann. Ja, wenn gar nichts mehr geht, das ist immer noch so ein Ass im Ärmel. Viele, viele vergessen das. Ein Tauwurm oder auch ein Dendrobena ist halt immer ein sehr, sehr guter Köder, der aber auch nicht immer funktioniert. Aber kann immer noch mal ein Joker sein, gerade wenn man Bachforellen, Saiblinge, sowas noch mit im See hat. Das kann das immer noch mal ein toller Saibling. Ja.
Ja, so, ich bin jetzt hier bei dem Besitzer und Betreiber. Du hast einen zweiten See auch noch? Ja, in Holland, kurz hinter der Grenze, ist der Angelpark Losser. Ist beides auf Facebook zu finden. Angelpark Losser gibt es demnächst auch eine Website von, aber zurzeit noch über Facebook eben. Ja, Losser seit einem Jahr. Wie kommt man da drauf? Wie? Spaß an der Freude. Also ich kann nur sagen, wir haben hier einiges an Fischen gefangen. Der Matze hat ein paar richtig gute gefangen. Die zeige ich euch jetzt auch nochmal.